Cannabis-Plantagen größer als Fußballfelder. Bald schon wird es die in Uruguay geben. Für den Hausgebrauch sind 6 Pflanzen erlaubt. Die Marihuana-Züchter wie Julio Rey und seine Freunde kommen jetzt aus der Illegalität und hoffen auf neuen Schwung für ihr Land. Schon seit Jahren sind sie auf der Suche nach dem besten Gras. Uruguay bekommt jetzt eine neue Perspektive durch die Forschung, die die therapeutischen oder medizinischen Möglichkeiten zeigt. Man wird jetzt hier vielleicht Wirkstoffe entwickeln für wirklich schlimme Krankheiten wie Krebs, HIV, Alzheimer und andere. Und das wird dann in diesem Land passieren. Uruguay, das sind 4 Millionen Einwohner, eingequetscht zwischen den Giganten Brasilien und Argentinien. Die Uruguayos und ihre Besucher schätzen den guten Geschmack für Fleisch. Es geht beschaulich zu. Die Mate-Trinker gehören in der Hauptstadt Montevideo zum Stadtbild. Es ist bislang das dominierende Kraut im Land. Uruguay steht besser da als einige Länder in der Region. Vor allem der Agrarsektor exportiert. Das Land setzt aber gleichzeitig auf wirtschaftlichen Wandel und verstärkt auch auf Hightech. Einer der Protagonisten des modernen Uruguays ist Nicolas Jodal. Der Unternehmer entwickelte eine Software als Schnittstelle zwischen verschiedenen Programmen und Datenbanken. Mittlerweile hat er fast 200 Mitarbeiter. Uruguay zählt in der Vergangenheit nicht zu den besten Ländern, wenn man etwas machen wollte. Große Länder zählten. Je größer, desto besser. Aber in der modernen Welt zählt nicht mehr die Größe, sondern die Innovation. Und da ist es besser, ein kleines Land zu sein. Deshalb glaube ich, dass ich am richtigen Ort bin. Und dafür sorgt ausgerechnet der 78-jährige Präsident Mujica. Der linke Ex-Rebell fährt lieber einen alten Käfer statt dicker Limousine und wohnt bescheiden am Rande Montevideos. Mujica hat schon mit einem liberalen Abtreibungsrecht auf sein Land aufmerksam gemacht. Jetzt macht er es wieder mit dem Cannabis. Es ist doch klar, dass alles, was wir getan haben, um den Drogenhandel zu bekämpfen, nicht funktioniert hat. Wenn wir so weitermachen, ändern wir rein gar nichts. Wir fahren zum politischen Gegner Mujicas. Analia Piñerúa sieht das alles ganz anders. Wir können nicht nachvollziehen, dass die Legalisierung von Marihuana den Drogenhandel stoppen wird. Wir glauben vielmehr, dass es weiterhin einen Schwarzmarkt geben wird. Das löst nichts. Und ich denke, dass es eine unverantwortliche Maßnahme war. Die Uruguayos selbst sind nach Umfragen mehrheitlich gegen die Legalisierung, geben sich aber gelassen. Nein, ich bin weder dafür noch dagegen. Das ist kein wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme. Es ist ein Versuch, gegen den Drogenhandel vorzugehen. Das meint zumindest die Regierung. Aber ob es klappt, das steht auf einem anderen Blatt. Frühestens zum Ende des Jahres wird man sehen, ob das funktioniert. Ab dann wird es Marihuana in den Apotheken des Landes zu kaufen geben. Die Apotheke als Coffeeshop, das ist kurios, so kurios, dass vermutlich künftig auch mehr Touristen nach Uruguay kommen werden, vor allem aus dem benachbarten Argentinien, denn dort ist Marihuana nach wie vor verboten. Darüber und über viele andere Details hat sich der oberste Drogenbeauftragte Uruguays Gedanken gemacht. Und es scheint, dass Uruguay im Gegensatz zu den Niederlanden die Touristen nicht als Kunden will. Der Konsument, der Cannabis in einer Apotheke kaufen will, hat dort ein ganz persönliches Konto. Und nur damit kann er sich bis zu 40 Gramm pro Monat kaufen. Die Cannabis-Lobbyisten stehen erwartungsgemäß hinter der Regierung. Sie sehen in dem Projekt tatsächlich die Chance, den illegalen Drogenhandel zurückzudrängen, auch wegen des geringen Preises. $1 pro Gramm. Das ist sehr günstig und zeigt, dass die Regierung kein Interesse hat, damit in erster Linie Geld einzunehmen. Es geht ihr vor allem um die Sicherheit und die öffentliche Gesundheit. Ob das alles so funktioniert, weiß niemand, aber viele Länder werden das Experiment gespannt verfolgen.